Liebe Schwangeren, mein Name ist Kai-Regine Schille, ich bin Oberärztin hier im Kreissaal und da wir aufgrund der aktuellen Corona-Situation die Kreissaal-Infoabende aussetzen mussten und auch keine Kreissaal-Führung machen können, würden wir Ihnen gerne in kurzen Videosequenzen so die wichtigsten Informationen, die Geburt, Kreissaal betreffen, kurz zusammenfassen und damit legen wir heute zum ersten Mal los. Wir sind das zweitgrößte Perinatalzentrum in Brandenburg, das heißt, hier sind 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, immer erfahrene Hebammen, Geburtshelfer, Kinderärzte, Narkoseärzte und natürlich Pflegepersonal für Sie da, um Sie, egal in welcher Schwangerschaftswoche Sie sich befinden oder wie viele Kinder da in Ihrem Bauch sind, optimal betreuen und begleiten zu können. Die wichtigste Frage für die meisten Schwangeren ist ja immer, wann komme ich vorbei? Was ist ein Grund, um überhaupt in den Kreißsaal zu kommen? Und dazu gehören zum einen regelmäßige Wehen. Die werden Sie nicht verpassen, auch wenn Sie das noch nie gemacht haben. Wenn die Blase springt, wenn Sie sonst irgendwelche Sorgen haben, Blutung, abnehmende Kindsbewegung, das ist immer ein Grund, einmal hier vorbeizuschauen. Am besten gehen Sie einfach über die Notaufnahme und werden dann direkt zum Kreißsaal geführt, klingeln und dann lassen wir Sie rein. Prinzipiell ist natürlich auch eine ambulante Geburt möglich. Das heißt, wenn die Geburt unkompliziert verlaufen ist und Sie im besten Fall auch eine Wochenbetthebamme haben, dann können Sie in 4 bis 6 Stunden nach der Geburt mit Ihrem Neugeborenen und mit Ihrem Mann auch nach Hause gehen. Das wäre gar kein Problem. Ansonsten nach einer unkomplizierten vaginalen Geburt bleiben Sie 1 bis 3 Tage bei uns stationär. Das ist aber je nach Wunsch der Mutter. Sollte aber irgendwas sein, also unter der Geburt oder auch vor der Geburt, macht sich ein Baby zu früh auf den Weg oder gibt es irgendwelche anderen Komplikationen, sind wir in der Lage, Sie und natürlich im besonderen Fall auch Ihr Kind zu jeder Tages- und Nachtzeit und in jeder Schwangerschaftswoche zu betreuen, dadurch, dass wir Perinatalzentrum sind und die Kinderärzte und die Narkoseärzte immer vor Ort haben. Okay, liebe Schwangerin, das war also der erste kurze Einblick in unser Kreißsaalleben. Wir freuen uns auf weitere Themenvorschläge, auf Dinge, die Sie interessieren. Und dann würden wir dazu noch kurze Videos gestalten. Und bis bald, Ihr Kreißsaalteam.